Lieber Professor Borchmeier, lieber Dr. Lörke, lieber Tim, meine Damen und Herren, seien Sie alle herzlich willkommen zur Vorstellung des Buches von Dieter Borchmeier, Thomas Mann, Werk und Zeit, 1922. Lauter. Wir regeln das mit dem Mikro und ich rede etwas langsamer und begrüße auch alle diejenigen, die uns bei YouTube zugeschaltet sind. Wir sind wirklich bis auf den letzten Platz besetzt. Im Nebenraum wird auch über YouTube übertragen und ich nehme an, dass wir viele Zuschauerinnen und Zuschauer außen haben. Was kein Wunder ist, wenn es um ein Buch geht wie dieses, Dieter Borchmeier, Thomas Mann, Werk und Zeit. Damit wir schnell hinter uns bringen, eine kurze Vorstellung, die es überhaupt nicht nötig hat. Dieter Borchmeier lehrte neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Heidelberg und war von 2004 bis 2013 Präsident der Bayerischen Akademie der Künste. Er ist Experte, Spezialist für Goethe, Wagner und Thomas Mann, überhaupt für die Weimarer Klassik. Ich muss Ihnen das alles nicht erzählen. Und ich möchte doch noch auf dieses Buch hinweisen, Dieter Borchmeier, Was ist Deutsch? Die Suche einer Nation nach sich selbst. Also das ist ebenso lesenswert. Also wenn Sie sie vergleichen, also buchtechnisch ist diese Inselsache vermutlich etwas besser gemacht als das andere. Das ist etwas größer gesetzt. Also nun, wir kommen darauf zurück. Tim Lörke begrüße ich auch, Literaturwissenschaftler. Er ist im Beirat der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft und lange auch schon im Gespräch mit Dieter Borchmeier. Als Student 1994 hat dieses Gespräch angefangen. Und er ist heute Geschäftsführer des Sonderforschungsbereichs Intervenierende Künste in Berlin und forscht und lehrt an der Freien Universität. Die Geschichte der Veranstaltung mit Dieter Borchmeier ist erstaunlich. Und ich erinnere mich an alle Veranstaltungen mit ihm gern zurück und hoffe, das bleibt auch so nach dieser Veranstaltung. Und bin da eigentlich ganz sicher. Also ein wunderbarer Abend mit Ihnen, lieber Herr Borchmeier. Sie erinnern sich vielleicht mit Martin Walser. Das war 2010. Martin Walser schrieb die Novelle »Mein Jenseits«. Und es ging wie so häufig um Kultur, Ästhetik, Theologie und das theologische Alterswerk von Martin Walser und seine Überlegungen. Und das war ein schöner Abend. Wir haben damals auf der Bühne unten im Audi das erste Mal in meiner Situation, dass ich Alkohol trinken musste während der Veranstaltung. Martin Walser hat darauf bestanden. Und so saßen wir bei Wein und so und Dingen dann zusammen und haben über mein Jenseits nachgedacht. Er hatte vorher schon einiges in unserem Restaurant genossen. Es war ein wirklich schöner Abend. Dann 2017 hatten wir einen Abend auch mit Tim Lörke zu dem Buch Was ist Deutsch? Die Suche einer Nation nach sich selbst. Und im April 2018 dann die Präsentation der großen Edition der Josefsromane in der großen kommentierten Frankfurter Ausgabe, damals auch im Audimax mit Jan Assmann. Ein sehr, sehr schöner Abend. Und nun mit Thomas Mann Werk und Zeit wollen wir uns also in die nächste Etappe begeben und er legt hier die erste umfassende, wie es heißt, Darstellung des dichterischen und essayistischen Werks Thomas Manns vor. Dieses Buch ist ausdrücklich keine Biografie. Es geht ihr um das Werk Thomas Manns, nicht um das Künstlerleben und um das Werk eben in seinen Wechselwirkungen mit der Zeit, der Geschichte. Das Werk von Thomas Mann, dieses Wort kommt häufiger vor in diesem Buch, ist ein Palimpsest. Und die Geschichte und Zeit ist naturgemäß vielschichtig, mit Verwerfungen und furchterregenden Abbrüchen in Gewalt und Barbarei. Dieter Borchmeiers Ziel ist, einen eigenen synthetischen Blick auf das Ganze von Thomas Manns Lebenswerk zu legen und seiner epochalen Vernetzung. Dass dieser Blick nicht nur ein wissenschaftlicher ist, das merkt man diesem Buch eben auch an, und er sagt es auch ausdrücklich, sondern es ist auch ein Liebesblick auf das Werk und die Zeit von Thomas Mann. Und wir wollen nun versuchen, Ihnen einen Eindruck von diesem Buch zu verschaffen, einige Grundlinien vielleicht nachskizzieren, sodass Sie alle, das wäre zumindest mein Interesse, nach der Veranstaltung in sich das drängende Gefühl und die dionysische Lust verspüren, alle Sparzwänge hinter sich zu lassen und das Buch zu kaufen.
um sich dann in den 1500 Seiten zu verlieren und um dieses Buch dann später, Sie sind an der katholischen Akademie, da hat man auch immer die Fassung im Blick, eher apollinisch gestimmt, zu Ihrem festen und treuen Begleiter zu machen, Ihrer künftigen Thomas-Mann-Lektüren. Ein Buch, dem ein bevorzugter und vor allem fester Platz in Ihrer Bibliothek zukommt. Das Buch wiegt 1100 Gramm und hat 1500 Seiten. Thomas Mann, Werk und Zeit. Thomas Mann als Zeitgenosse, als politischer Autor par excellence. Darum wird es heute gehen. Und als Zeitgenosse, der in Spuren geht. Das ist eine Formulierung, die sehr häufig in diesem Buch vorkommt. In Spuren geht, die von sehr weit herkommen. Dazu Zitat Dieter Borchmeier. Das Leben überhaupt, aber erst recht das Leben und Wirken des Schriftstellers, ist eine Mischung aus individuellen und überpersönlichen Elementen. So hat Thomas Mann unermüdlich betont. Leben als Nachfolge, als ein in Spuren gehen, als Identifikation. Das ist seine geradezu archetypische, mythische Grundüberzeugung, spätestens seit der Arbeit an den Josefsromanen. Und in wessen Spuren er sich gehen sah, das ist klar, auf den ersten Blick, Wagner, Goethe. In Spuren geht er aber auch, so deutet es Dieter Borchmeier an, zum Beispiel, weit weniger offensichtlich, als ihn Papst Pius XII. Zu einer Spezialaudienz empfängt. So wird es gesagt, Spezialaudienz. Thomas Mann also, der Zeitgenosse, der in Spuren geht. Und worüber werden wir heute Abend sprechen? Das weiß ich noch nicht so genau. Über Mythos und Humanität sicherlich, über die Einheit von Geist und Politik, die Unmöglichkeit machtgeschützter Innerlichkeit, über die religiösen Suchbewegungen von Thomas Mann, vielleicht auch über den doppelten Segen Abrahams und Thomas Manns Hass und Zorn auf Hitler. Das Werk von Thomas Mann ist ein Palimpsest und die Geschichte vielschichtig. Das Gespräch wird also seine Themen gleich sicher finden. Zum Einstieg noch ein Zitat von einem großartigen Thomas Mann-Biografen von Hermann Kurzke. Zitat: Telefongespräche hinterlassen keine Spuren, im Gegensatz zu Briefen, Tagebüchern oder Notizen. Thomas Mann existierte schriftlich wie kaum ein anderer vor ihm oder nach ihm. Und er konnte auf eine Kultur des Aufbewahrens zählen. Darum wissen wir von ihm mehr als von unseren intimsten Freunden. Zitat Ende. Lieber Dieter Borchmeier, es ist großartig, dass Sie wieder in der Akademie sind. Freut mich auch. Herzlichen Glückwunsch zu dem Buch und vor allen Dingen helfen Sie uns mit dem Einstieg. Ein Einstieg in so ein Buch, das kann eigentlich nur der Autor machen. Dazu ist ein Moderator weder kompetent noch befugt. Also wenn Sie uns mal so eine Einstiegshilfe geben. Ich stelle mir gerade so vor, ich muss in eine venedische Gondel einsteigen und ich bin wackelig unterwegs und ich möchte da jetzt rein oder genauer in das Buch. Und geben Sie uns doch mal einen Einstieg. Ja, warum habe ich denn dieses Buch überhaupt geschrieben? Das fragt man sich selber und das fragen einen manche. Mir ist bei der ungeheuren Fülle der Thomas-Mann-Literatur, die kein Mensch überblicken kann, aufgefallen, dass es zwar wunderbare Handbücher zu Thomas Mann gibt, wo wirklich sein gesamtes Oeuvre mehr oder weniger abgehandelt wird, wie das Thomas-Mann-Handbuch im Metzler Verlag von Blödon und Marx. Aber das sind alles additive Darstellungen, weil es eben 50 oder 70, ich habe es nicht gezählt, Autoren sind, die aus ganz verschiedenen Perspektiven und mit ganz anderen, ganz verschiedenen methodischen Voraussetzungen auf einzelne Werke zugehen. Und es gibt natürlich Biografien, gute und schlechte, und die beste ist zweifellos die von Hermann Kurzke. Aber was es bisher nicht gegeben hat, ist ein Buch, das wirklich das gesamte Oeuvre Thomas Manns zu erfassen sucht.
Das gibt's nicht. Und es ist eben, mein Buch stellt wirklich alle Werke, also alle Dichtungen und epischen Werke da, mehr oder weniger ausführlich in Interpretationen. Und bei den Essays ist es so eine Sache, manche Essays von Thomas Mann sind ja eine Art höhere Sekundärliteratur. Nicht? Thomas Mann war ja der beste Germanist aller Zeiten, aber man kann das, die Sekundärliteratur, dann nicht durch Tertiärliteratur auch noch aufbereiten. Aber die Hauptessays, alle wesentlichen Essays, werden auch in extenso behandelt. Und das natürlich aus einer Perspektive, der Perspektive eines Autors. Und das hat es bisher nicht gegeben. Es gibt natürlich von Hans Meyer und auch schon zu Thomas Manns Lebzeiten viele Versuche einer Gesamtdarstellung Thomas Manns, aber dass jemand wirklich alle Werke interpretiert, das ist bisher nicht vorgekommen. Und wenn ich sage, das ist die erste umfassende Darstellung von Thomas Manns Oeuvre, dann will ich damit um Gottes Willen nicht sagen, damit ist jetzt alles gesagt für alle Zeiten. Und umfassend ist ja nur gemeint im Hinblick auf den Gegenstand. Aber dass man mit jede Zeit ihr neues Bild von Thomas Mann entfalten wird, das ist nun einmal so, dass jedes große Kunstwerk ist dadurch ein großes Kunstwerk, dass es sich immer wieder verändert, dass es immer mit jeder Zeit in einem neuen Licht dasteht. Und ich würde mir nie anmaßen zu sagen, ich habe jetzt die definitive Lösung des Problems gefunden. Ich habe jetzt die abschließende Interpretation gefunden. Das ist ja auch ein gewaltiger Irrtum, wenn man das meint. Aber es gibt tatsächlich Tendenzen, wo man das wirklich gesagt hat. Also Helmut Koopmann, der hochgeschätzte Thomas-Mann-Forscher, hat in den 80er Jahren, glaube ich, mal gesagt, über den Dr. Faustus ist jetzt so viel geschrieben worden und es ist eigentlich alles über den Dr. Faustus gesagt. Was soll da noch kommen? Man kann sagen, die Dr. Faustus-Forschung, die ist jetzt abgeschlossen. Tja, und ich würde heute sagen, die eigentlichen Einsichten in den Dr. Faustus sind erst nach diesem Diktum überhaupt gekommen. Man kann bis auf die Quellen untersuchen und so weiter, die sich natürlich nicht erschöpfen. Man kann wirklich sagen, der Dr. Faustus steht seit den späten 80er Jahren in einem anderen Licht da, als er bis dahin stand. Und ich habe auch mein Schärflein dazu beigetragen. Also umfassend nur im Sinne der Darstellung alles dessen, was da ist, aber nicht das Wie. Nicht? Das würde ich mir nie anmaßen. Und Sie haben ja schon gesagt, das ist keine Biografie. Ich habe ja mit etwas polemischer Spitze, ich bin kein Polemiker, ich liebe das nicht. Ich bin mehr für Versöhnung und seid umschlungen Millionen. Aber in dem Vorwort habe ich dann doch einige Spitzen untergebracht, nämlich gegen das, was ich Biografismus nenne, nämlich den Versuch, alles und jedes in Thomas Manns Werk aus seinem Leben abzuleiten. Ich finde, das ist ein wissenschaftlich obsoleter Standpunkt, aber Journalisten lieben den besonders, diesen Standpunkt, nicht? Alles aus der Biografie abzuleiten und Verleger eigentlich auch. Denn eine Biografie setzt sich immer sehr gut ab und da möchte doch kein Verleger darauf verzichten. Aber das, dem entgehe ich, obwohl sehr viel mehr Biografisches in dem Buch steht, als ich von meinen polemischen Voraussetzungen im Vorwort her zugebe. Nicht? Das ist doch viel, sind doch auch eine Reihe von biografischen Kapiteln. Es hat auch am Schluss eine Chronik, also wer wirklich sich über einzelne Lebensumstände Thomas Manns erkundigen will, der findet das dann schon auch. Aber dieses einlinige,
eindimensional ableiten des Werks aus dem Leben, dem suche ich zu entgehen und habe natürlich dabei wunderbare Gewährsleute, nämlich der wichtigste ist Thomas Mann selber, der in seinem Essay Bilse und ich und eine Reihe anderer Essays immer wieder betont hat, dass es ein Irrtum ist, zu meinen, die eigenen Lebensumstände des Autors finden sich so eindimensional im Werk wieder. Das hat er immer wieder verworfen. Und ein anderer Gewährsmann, von dem man das vielleicht nicht so ohne weiteres erwarten würde, ist Richard Wagner gewesen, der in einem seiner späten Essays, und diese späten Essays von Wagner sind sowieso das Aufregendste, was er außerhalb seiner Musik geschrieben hat, in einem dieser späten Essays hat er sich lustig gemacht über Karl Gutzkow, den Romancier des 19. Jahrhunderts, dem man vorgeworfen hat, die Liebeserlebnisse mit Fürstinnen und Prinzessinnen und Adligen, die er in seinen Romanen schildere, die hätte er ja gar nicht erlebt, er könnte das ja gar nicht beurteilen. Und daraufhin hat Gutzkow entrüstet gesagt, doch, das habe ich alles erlebt und habe versucht eben zu beweisen, dass das doch alles authentisch ist, was er schreibt. Und da hat Wagner gesagt, was ist das für ein Autor. Der wahre Künstler schöpft nie aus dem Leben, sagt er, sondern, und dann kommt dieses wunderschöne Wort, er hat das zweite Gesicht für das nie Erlebte. Das zweite Gesicht ist ja nicht abstrakt, das sieht ja auch wirkliche Lebensverhältnisse. Aber er hebt es auf eine ganz andere Ebene. Und weshalb ich so aufbegehre gegen den Biografismus, hängt natürlich damit zusammen, dass ich mich ausgerechnet mit drei Autoren besonders und am meisten beschäftigt habe, nämlich mit Goethe, Wagner und Thomas Mann, bei denen immer wieder das Werk und zugemüllt wird mit biografischen Fakten. Und das führt nur zu Irrtümern. Auch gerade, nun hat Thomas Mann ja autobiografische Erzählungen geschrieben. Zum Beispiel das Eisenbahnunglück. Das geht auf ein wirkliches Erlebnis Thomas Manns zurück. Oder Mario und der Zauberer. Bis ins Detail werden da eigene Reiseerinnerungen eingearbeitet. Und das ist gerade das Gefährliche. Denn dann denkt man, dieses erzählende Ich, das ist Thomas Mann. Aber wenn man genau hinguckt, und das habe ich gerade bei diesen Erzählungen, glaube ich, sehr genau nachgewiesen, das ist gar nicht Thomas Mann. Zum Beispiel dieser Erzähler von Mario und der Zauberer, das ist ein Familienvater, der mit seiner Familie in Italien in Urlaub fährt. Aber das ist überhaupt gar kein Schriftsteller. Nicht? Und dann kommen die flauen Thomas Mann-Forscher und sagen, ja, dieser Zauberer Cipolla, das ist das alter Ego des Künstlers, die Gefahr des Künstlers, dass er zum Zauberer wird. Ja, aber wenn der Erzähler überhaupt gar kein Autor ist, dann kann auch der Cipolla nicht das alter Ego des Autors sein. Nicht? Und im Eisenbahnunglück, da ist der Erzähler, das ist ein Autor schon, aber dieser Erzähler ist ein ganz treuer wilhelminischer Autor, der völlig in Einklang steht mit den herrschenden Kräften der Zeit, nicht? Und das ist aber Thomas Mann in der Weise ja doch gar nicht gewesen. Und es ist auch und man spürt natürlich die Ironie gegenüber diesem Erzähler auch gerade in dieser Erzählung. Und man spürt immer wieder, dieser Erzähler, das ist eigentlich gar nicht der wahre Erzähler, sondern dahinter steht so ein, wie der Deus absconditus, steht da ein Narrator absconditus dahinter, der auch diesen Erzähler lenkt. Nicht? Sie können mir das glauben oder nicht, ich habe es fast ganz gelesen. Also fast. Und sehr vergnügt hat mich an diesem Buch, also Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie seien kein Freund von Kurzprosa oder kurzen Stücken. Ich habe schon den Eindruck, dass im Gang
durch das Werk Sie dann immer, wenn Sie an die verschiedenen Stationen kommen, die jeweiligen Stationen umstellen mit Interpretation. Ja. Dass Sie also, das ist ein hohes Vergnügen. Also man hat nicht ein Zauberwerk-Kapitel, ein Zauberwerk-Kapitel, sondern gleich 3, 4. Dann beginnen immer Interpretationen neu und Sie werden umstellt. Und hängt das zusammen mit diesem in den Spuren gehen, dass also sozusagen Biografie nicht nur das Narrativ ist, also von der Geburt bis zum Tod, sondern dass in jeder Station eines Lebens, wenn es so dahin geht, auch in dem Werk, die Werke sich ablösen, immer wieder auch zyklische Motive, mythische Motive, dass in den Spuren gehen, dass so Reprisen gemacht werden, dass man nochmal ein Thema aufnimmt, Wiederholungen hat. Und sich das immer wieder verdichtet und man den Eindruck hat, ja toll, ich habe jetzt noch mal eine Perspektive auf den Zauberberg oder Tod in Venedig oder was immer. Und dann wechselt die Perspektive. Aber es ist immer noch der Autor Dieter Borchmeier, der eben nicht an Biografie interessiert ist, sondern an dem Werk in seiner Vernetzung und in seinem Widerspiel mit dem Leben und der Geschichte. Mhm. Und dann hat das so, also es geht voran, man kommt ja durch den Buch, es endet auch mit dem Tod von Thomas Mann. Mhm. Aber es ist eben keine Biografie. Das ist sehr auch das Schlusskapitel ist schon sehr biografisch. Aber auch theologisch ganz, da kommen wir noch drauf, theologisch ganz raffiniert gemacht, aber das machen wir am Schluss. Also das übrigens mit der Kurzprosa, naja, ein bisschen habe ich mich da selbst stilisiert, also weil ich mich in letzter Zeit eben fast nur noch mit Thomas Mann beschäftigt habe in der Zeit, als ich das Buch geschrieben habe. Aber ich habe schon auch eine große Neigung zur Kurzprosa. Einer meiner Lieblingsautoren ist Robert Walser, über den ich ja einiges geschrieben habe, der ja doch eigentlich der große Kurzprosaist ist ein ganz anderer Bautyp, obwohl er auch Romane geschrieben hat, die aber nicht unbedingt das Beste sind, was er geschrieben hat. Naja, also, aber es ist natürlich, auch Thomas Mann war ja doch auch ein Meister der Kurzprosa, muss man ja sagen. Er hat ja bis in den ersten Jahrzehnten seines Lebens doch sehr viel Kurzprosa geschrieben. Das ging dann mehr und mehr zurück, weil das natürlich auch auf Aufträge zurückgeht. Und später hatte Thomas Mann Aufträge nicht mehr nötig. Nicht? Und dann hat er sich eben auf diese große Linie verlegt. Und natürlich hängt auch dieses, zum Epischen gehört immer ein Stück, mit Thomas Mann zu reden, Langeweile. Nicht? Dass man muss, man braucht... Es gibt also zum Beispiel der Nachsommer von Stifter, der mir ein besonders wichtiger Roman ist. Über den hat Thomas Mann das schöne Wort vom Sensationellwerden der Langeweile geprägt. Nicht? Sensationellwerden der Langeweile, weil es einfach diese ewigen Gänge durch diesen Rosengarten, um das Haus herum, dieses ewige Kreisen, ohne dass es einen Handlungsfortschritt gibt, das ist einfach etwas ganz Wunderbares, aber dafür braucht man eben doch auch einen langen Leseatem. Nicht? Und ich meine, Parsifal, erster Aufzug, ist auch mit den vielen Erzählungen, da gibt's auch keine Action, da geht auch nicht viel voran. Aber gerade das ist das Aufregende und in dieser Wechselwirkung des Spannenden und des Aufhaltenden besteht, glaube ich, alle große epische Kunst. Nicht? Und Thomas Mann hat viel Stifter gelesen, um die Langeweile zu lernen. Nicht? Das muss man sehen. Aber das war nur das Erste. Aber Ihre eigentliche Frage, die muss ich jetzt beantworten. Ja, genau. Nämlich das in Spuren gehen. Ja, nee, auch warum machen Sie das? Und das finde ich, auch wenn man sagt, es ist eine umfassende. Sie sagen, Sie haben mehrere Stationen, Sie gehen das Werk wirklich umfassend durch. Und umstellen dann die eigenen Werkschritte mit 3, 4 Interpretationen. Ja. Und das ist sehr genüsslich, also weil das ist dann sehr subjektiv. Sie haben dann einen sehr subjektiven Blick, Ihr Dieter Borchmeier Blick darauf, als Wissenschaftler und als der Thomas Mann mag. Mhm. Und dann gibt es eine Interpretation, dann bricht die ab und dann kommt die nächste. Ja. Ja, Sie haben ja sehr richtig gesagt von dem Palimpsest-Charakter der Werke Thomas Manns gesprochen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also Sie wissen, was ein Palimpsest ist. Da gab es eben
Pergament war teuer, da wurde dann, wurden dann darauf geschrieben und dann haben später in den Klöstern die Mönche das, die alte Schrift abgekratzt und haben was Neues drauf geschrieben. Und dann hat natürlich die moderne Forschung das durchleuchtet mit ultravioletten Strahlen und haben dann die Urschrift wiedergefunden. Und ich finde, das ist ein wunderbares Bild für das, was Thomas Mann, die Art und Weise, wie Thomas Mann schreibt. Man muss wirklich Thomas Mann auf mehreren Ebenen lesen, nicht? Und der mehrfache Schriftsinn in einem anderen Sinne als das die mittelalterliche Textauslegung, Bibelauslegung gemacht hat. Aber so einen mehrfachen Schriftsinn, den gibt es eben bei Thomas Mann. Und Musterbeispiel ist natürlich zum Beispiel der Tod in Venedig, ne? Da haben sich manche Leute jetzt gewundert, dass ich so ein riesiges Kapitel über den Tod in Venedig schreibe, wo man manchmal denkt, ja, wo sind wir denn jetzt noch? Das ist doch eine Erzählung von einem Schriftsteller, der in München, aus München stammt und dann nach Venedig geht und da verguckt er sich in einen schönen Jüngling und dann stirbt er. Aber das ist die Handlungsoberfläche, nicht? Die auf ingeniöse Weise Luchino Visconti in seinem Film, der ja immer noch ein Kultfilm ist, dargestellt hat. Bloß, was Visconti vollständig ausschaltet, ist alles, was dahinter und darunter liegt. Nicht? Er hat es auf eine rein realistische Ebene reduziert, die er natürlich ingeniös inszeniert hat, diese Szenen da in dem Hotel in Venedig, das kann man schöner gar nicht machen. Aber es fehlt der ganze mythische Untergrund. Ja. Und wenn man das vergleicht mit Benjamin Brittens Oper, Der Tod in Venedig, der kannte den Film. Ne? Das war das letzte Werk von Benjamin Britten. Er ist nur deshalb, wollte nur noch das schreiben und dann sterben. Und hat also wirklich, das hat sein Leben verlängert und dann, danach ist er dann nun wirklich gestorben. Das war für ihn wirklich ein Opus Ultimum. Und da ist das ganz anders, nicht? Der hat also die realistische Ebene natürlich auch eingebracht, ganz klar. Wenn die fehlt, dann hilft alles nichts. Aber dahinter steht dann eben doch die mythische Ebene, nicht? Und das und dann habe ich eben versucht darzustellen, nicht? Und wie Thomas Mann sich beschäftigt hat mit dem Dionysos-Kult, wie er diese Psyche von Rode gelesen hat und so weiter und diese Jakob Burckhardt und so weiter. Es ist eine große Auseinandersetzung mit diesen beiden Grundtrieben des Apollinischen und des Dionysischen. Und das hat natürlich auch seine Vorläuferschaft bei Goethe und diese wenig bekannte, irgendwie von den Goethe-Forschern bis heute nicht richtig realisierte, enorme Faszination Goethes durch das dionysische Griechentum, ja. Nicht seine Beschäftigung mit Euripides, nicht? Das kommt natürlich alles in diesem Kapitel vor, nicht? Ja, ich leugne ja gar nicht die realistische Ebene, natürlich nicht, und es ist auch ein großes Stück Zeitkritik darin, nicht ein Weltuntergangsszenario, der Untergang der Titanic gewissermaßen, nicht? Das kommt ja alles vor, aber ich versuche eben diese verschiedenen Ebenen immer neu ansetzen. Und setzen den immer neu an. Ja. Ich würde gleich gerne auf den Tod ein wenig. Tim Lörke, du hast jetzt Dieter Morchmeier seit 20 Jahren, liest du ihn? Ja. Also ich würde bevor wir dann auf den Tod in Venedig wirklich ausführlich kommen, da ist ja viel noch zu holen, würde ich sagen, wenn du jetzt mal auf Dieter Borchmeier schaust, alle Bücher, die er geschrieben hat, ich nehme an, die meisten kennst du, was ist jetzt anders an diesem? Also das ist, kannst du das jetzt schon sagen? Ja, ist da irgendwas, wo du sagen würdest, hoppla, noch ein Grund mehr, das vorzustellen? Wir haben da tatsächlich mal drüber gesprochen, als Sie in Berlin waren, im Zusammenhang mit einem Vortrag über die Josefsromane. Mhm. Da haben wir gedacht, Sie haben 5, 6, 7 Goethe-Bücher geschrieben, in etwa genauso viele Wagner-Bücher, Sie haben 2 Schiller-Bücher geschrieben.
Und damals war die Idee, Sie haben eigentlich noch gar kein Thomas-Mann-Buch geschrieben. Ja, ja. Und das ist jetzt da. Und wenn ich so überlege, also Sie wollen sich gefragt haben, warum will ich ein Thomas-Mann-Buch schreiben? Man müsste sich ja auch fragen, also auch angesichts von 1500 Seiten, warum sollte man das lesen? Mhm. Und jetzt haben wir ja schon den ersten Eindruck bekommen. Es ist, Sie sagen es ja selbst, es ist die erste umfassende Darstellung. Dazu gehört aber ja noch etwas, was mir bei der Lektüre dieses Buches wirklich sehr stark eingeleuchtet hat und was mich direkt fröhlich gemacht hat, was natürlich auch viele Erinnerungen... Das soll es auch fröhlich machen, soll das Buch, ne? Mir ganz wichtig. Was einfach auch ja für mich viele Erinnerungen freigesetzt hat. Denn dieses Buch ist ja noch in einer anderen Weise neu. Sie zeigen ja gerade in der Art Ihrer Darstellung, in der Art der Komposition des Bandes, dass es diese scharfe Trennung, die so die ältere Thomas-Mann-Forschung immer vorgenommen hat, es gibt das literarische Werk, die Romane, die Novellen, das ist das eine. Das schreibt Thomas Mann morgens, dann schreibt er 3 Stunden, dann macht er einen Mittagsschlaf und dann schreibt er nachmittags seine politischen Essays, seine Reden und so weiter. Das sei völlig getrennt voneinander. Ja. Sie zeigen uns einen ganz anderen Thomas Mann, dass das eine das andere immer auch bedeutet und mit ist und gleichzeitig ist. Das würde ich sagen, ist ja auch ein ganz neuer Einsatz an Ihrem Buch. Das freut mich, dass Sie das sagen, denn das ist natürlich mir ganz wichtig, dass die Essayistik, auch die politische Essayistik, ein Bestandteil seines literarischen Werks ist. Und das ist, man erkennt das bei manchen Essays mehr und bei manchen weniger. Aber wenn Sie mich fragen, was ist das bedeutendste Werk von Thomas Mann, da hätte ich Schwierigkeiten, etwas zu sagen. Natürlich sind es die Josefs-Romane, klar, es ist das umfassendste Werk von ihm, das ist völlig klar, aber Liebhaberei gehört dann manchmal doch wieder anderen Werken. Nicht? Aber bei den Essays würde ich sagen, welches ist der schönste Essay von Thomas Mann? Dann würde ich sofort sagen, der Don Quixote-Essay und die Meerfahrt mit Don Quixote. Und übrigens, das mal sagen darf, in diesem Thomas Mann-Handbuch beim Metzler Verlag, kommt dieser Essay überhaupt nicht vor. Er wird nicht nur, es fehlt ein Artikel über ihn, sondern kommt nicht mal im Register vor. Er wird in dem ganzen Handbuch gar nicht erwähnt. Also obwohl das ja doch den Anspruch erhebt, wirklich alles von Thomas Mann zu erfassen, was es auch im Wesentlichen tut. Aber der Essay kommt dabei nicht vor. Und das ist, das kann man auch irgendwie begründen. Denn dieser wunderbare Essay, der ist eigentlich gar kein Essay, sondern das ist eigentlich eine Erzählung. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Also gerade dieses Kapitel, Sie haben es gesagt, im Zusammenhang mit dem Eisenbahnunglück, das ist ja gar nicht der Autor selbst, das ist ein erfundener Autor. Dasselbe auch nochmal für Mario und Herr Zauberer. Ja. Und jetzt liest man einen Essay und dieser Essay hat irgendwie ein autobiografisches Gepräge. Es gibt da Tagebuchnotizen und Sie führen uns vor, das ist Fiktion. Es ist in diesem Sinne Literatur. Es ist Literatur und das Lustige an diesem Essay, der in Deutschland veröffentlicht worden ist, ist noch ganz wichtig, nämlich 1935, nicht? Also noch im Dritten Reich veröffentlicht worden ist. Und da musste natürlich Thomas Mann ein bisschen das, was Dorf Sternberger verdeckte Schreibweise ist, üben. Und dieser Essay behandelt eben die erste Schiffsfahrt von Thomas Mann nach Amerika. Und natürlich sind die Tagebücher die Grundlage. Aber wenn man die Tagebücher vergleicht mit dem, was dieser Essay bringt, der sich natürlich bei den Tagebüchern bedient, macht er doch etwas ganz anderes daraus. Und dieser Autor, der da erscheint, das erzählende Ich, ist ein anderer als Thomas Mann. Und das ist so an einer Stelle besonders lustig zu sehen. Thomas Mann befindet sich da auf dem Schiff und findet es, also dieser Erzähler, wohlgemerkt nicht Thomas Mann, und empfindet es unangenehm, dass dort so viele jüdische Emigranten auf dem Schiff sind. Nicht? Und das empfindet er als unangenehm. Und da kommt ein Schriftsteller vor,
der sich immer absondert von der übrigen Gemeinschaft und der mit diesen Leuten da, die werden nie als Juden bezeichnet, aber man weiß natürlich sofort, das sind jüdische Emigranten, der sich mit denen gemein macht, anstatt mit ihnen Hollywood-Filme zu sehen und so weiter. Und der Erzähler distanziert sich davon. Natürlich, Thomas Mann steckt nicht in diesem Erzähler, sondern er steckt in diesem Autor, der da sich mit den Juden auf dem Schiff gemein macht. Nicht? Mhm. Und das ist raffiniert gemacht. Und wie da dieser Essay eine Kritik am Nationalsozialismus und enthält und den immer vorhandenen Philosemitismus Thomas Manns zum Ausdruck bringt, ohne dass es auf der Oberfläche des Textes zu erkennen ist, das ist einfach großartig. Nicht? Und das ist eben eine Erzählung mit essayistischen Elementen. Es ist im Grunde genommen eben eine Erzählung, gar kein Essay. Nicht? So wie auch die ganzen Betrachtungen eines Unpolitischen, aber das ist ein uferloses Gebiet. Natürlich literarischen Mustern folgt. Nicht? Es gibt allerdings auch eben viele Äußerungen Thomas Manns, wo man wirklich unterscheiden muss zwischen dem literarischen Thomas Mann und dem Publizisten Thomas Mann, den wo Thomas Mann nicht mehr möglich war, mit seinem ästhetischen Für und Wider abwägen zu arbeiten. Das war, wenn es um den Nationalsozialismus ging. Nicht? Und da hat er dann nun wirklich losgelegt, was gar nicht zu ihm passt, eigentlich zu ihm als Schriftsteller passt. Er hat ja die Nationalsozialisten und Hitler und seine Kumpane wirklich mit einer solchen Schroffheit und mit den wüstesten Vokabeln bedacht, dass das dem englischen Rundfunk zu viel war. Nicht? Er hat ja diese Reden deutsche Hörer verfasst und er war ja ungeheuer beliebt im englischen Rundfunk, weil er so eine wunderbare Rundfunkstimme hatte und er hat ja nicht nur für das deutsche Publikum diese Reden gemacht, sondern er hat ja auch auf Englisch dann über Beethoven und Bach und so weiter Sendungen gemacht. Er war also sehr beliebt, hochbeliebt. Aber dann hieß es, das gefiel irgendwie den Redakteuren nicht, diese Hitler als Teufelsbrut und Gott weiß was zu bezeichnen. Und dann haben sie sich aber nicht getraut, Thomas Mann selber zu bitten, doch sich etwas zu mäßigen, das sei nicht englischer Stil, sondern dann haben sie sich an seine Tochter Erika gewandt. Die sollte doch ihrem Papa dann mal beibringen, dass er sich etwas mäßigen sollte. Und das hat die auch getan. Und dann hat Thomas Mann gesagt, ja, selbstverständlich, nächstes Mal mache ich es anders. Und nächstes Mal hat er noch stärker zugeschlagen. Nicht? Also das ist schon, also diese unglaubliche, scharfe Polemik Thomas Manns, die auch ganz bewusst sich ein bisschen der Mittel der nationalsozialistischen Demagogie bedient, um sie mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen. Nicht? Da habe ich mal ein großes Streitgespräch mit dem Klaus Habrecht, der hat gesagt, das ist im Grunde nationalsozialistischer Stil, was Thomas Mann da treibt. Das stimmt natürlich gar nicht, sondern er hat versucht, diese Methoden zu verwenden für seine Polemik. Nicht? Und da erkennt man gar nicht den Thomas Mann als Thomas Mann mehr wieder. Also da ist doch eine deutliche Diskrepanz, aber das ist die große Ausnahme sind eben diese politischen Reden. Nicht? Und es gibt nur eine Ausnahme, eine unglaublich faszinierende Ausnahme, wo Thomas Mann sich Hitler als Schriftsteller zuwendet. Und das ist dieser hochmerkwürdige, faszinierende Essay Bruder Hitler. Er musste, um einen Essay, nicht eine politische Agitationsrede zu schreiben, sondern einen Essay schreiben, musste er aus Hitler einen Bruder machen, sonst hätte er ihn nicht darstellen können. Denn Thomas Mann konnte keine absolut verwerflichen Charaktere als Schriftsteller darstellen. Das gibt es bei ihm nicht. Es gibt keinen Bösewicht, einen absoluten Bösewicht bei ihm.
allerdings auch keinen wirklich rein guten Menschen. Nicht? Es bewegt sich immer auf einer Ebene dazwischen. Nicht? Und das, da musste er Hitler gewissermaßen zu einem missratenen Bruder machen, um überhaupt über ihn als Schriftsteller schreiben zu können. Und das ist ihm auf eine ganz ingeniöse Weise gelungen in diesem Essay. Ne? Ich würde jetzt gerne mal nicht jetzt künstlich auf den Tod in Venedig zurückkommen, aber mit Blick auf dieses... Lauter sollen Sie mit sprechen. Mit Blick auf das Politische. Mit dem Blick auf das Politische. Es wird ja gesagt, auch in der Ankündigung, dieses Buch würde Thomas Mann auch vor den Betrachtungen eines Unpolitischen als einen politischen Zeitgenossen würdigen. Das hängt wesentlich zusammen mit dem Verhältnis von Geist und Politik, das nicht einfach hin auseinanderfällt, wie wir ja gerade auch besprochen haben. Hm. Beim Tod in Venedig, da schreiben Sie zu seiner Sprache, die ja auch so gleich bleibt. Er hat für immer zu seinem Personalstil gefunden. Ja, vorher schon. Und vorher schon, beim Friedemann natürlich schon. Und dann, und so jedem unverkennbaren Ton, der sein Erzählwerk bis zum Ende prägen wird, die spezifische Mischung aus Humor, Ironie und verschleiertem Pathos. Ja. Bei Kurzke was Ähnliches, so klassizistischer Spiel. Und anders als Gustav Aschenbach hat Thomas Mann ihn bis zum Schluss beibehalten. Mhm. Aber eben nicht, als es jetzt um Hitler geht. Da kommt dieser Furor, der Hitlerhass, da kommt dieser heilige Zorn. Ja, ja. Da wird das Maß verloren und da geht es also wuchtig daher. Da geht es wuchtig daher und vielen gefällt das nicht. Da sei Thomas aber gibt Mann es da, gibt unter es seiner Würde, aber es stimmt nicht. Ne? Ja, aber ist er vielleicht deswegen erstens unter seiner Würde geblieben, weil er vorher schon nicht dualistisch unterwegs war, wie man ihm das auf ihr unterstellt hat. Mhm. Also die Betrachtung eines unpolitischen Kultur hier, Zivilisation da und diese ganzen, kann man alles wegtun. Mhm. Auch nach ihrer Interpretation. Mhm. Ist er vielleicht deswegen unter seiner Würde geblieben, weil er bis zu diesem Punkt eben wirklich immer die schwierigere Lesart des Monismus, eben nicht des Dualismus gepflegt hat. Mhm. Es gibt einen Wagner, es gibt ein Deutschland. Also er hat sich da immer um dies. Aber jetzt mit Hitler kommt eine Figur ins Spiel, die wie der Teufel demonisiert wird oder dämonisiert wird und das Gute zum Bösen verkehrt und so. Und da ist auch dann die Kontenance von Thomas Mann auch irgendwie zwingend am Ende. Tja, also ich bin so ein bisschen gestolpert über Ihr Wort Monismus. Also, ein Monist, nein, ich verstehe, was Sie meinen. Aber erst war ich verwirrt, aber ich verstehe, was Sie meinen, werde es vielleicht noch ausführen. Natürlich ist Thomas Mann eigentlich überhaupt gar kein Monist, sondern er hat immer in Dialekte, immer dialektisch gedacht. Ja, ja. Aber was Sie mit Monismus meinen, ist etwas anderes. Ne? Zum Beispiel mit dem einen Deutschland. Thomas Mann hat sich immer gegen diese Zwei-Deutschland-Theorie, das und Gute recht, und das Böse Deutschland, nicht? Das bessere Deutschland, the other Germany, wie das Brecht geschrieben hat, im englischen Essay. Dagegen hat er sich gewehrt und kam es auch zu scharfer Auseinandersetzung mit Bert Brecht bis hin zu regelrechten Verwerfungen, vor allen Dingen von Seiten Bert Brechts. Er sagt, es gibt nur ein Deutschland. Nicht? Und ein Deutschland, man kann das böse Deutschland vom guten Deutschland nicht trennen, sondern das böse Deutschland kommt eben auch aus dem guten Deutschland. Das ist ein gefährliches Umschlagphänomen. Nicht? Und das war ihm immer sehr wichtig. Und deshalb ist es auch bei seinem Bild von Wagner nicht in der Weise monistisch, dass man sagt, Wagner war nur, man muss Wagner immer von einer Perspektive aus sehen, das gerade eben nicht, sondern diese tiefe Zweideutigkeit des Phänomens Wagner, die war ihm natürlich immer bewusst, aber er wollte nicht, dass man den guten Wagner vom bösen Wagner trennt, das sondern also beides, Monismus, das nicht meinen als Sie Monismus oder Parmenides nein, nein, und so, das eben genau das nicht. Sondern beide gehören zusammen und eines erwächst aus dem anderen. Nicht? Und das war, glaube ich, eine Grundlage seines ganzen Denkens. Ne? Ja, und die Entdeckung, nochmal Tod in Venedig, weil irgendwie öffnend, es ist das Griechenland Nietzsches mit dem Apollinischen und Dionysischen und es ist nicht das Griechenland Winkelmanns. Nein, das ist die Winkelmann Griechenlands nicht, aber doch das Winkel, das ist mir ganz wichtig, auch das Griechenland Goethes.
Denn diese Meinung, dass Goethe eigentlich im Grunde immer in den Spuren Winckelmanns gewandelt ist, die ist ja nun gerade durch den späten Goethe, wird die widerlegt. Nicht? Das ist dieser Schluss, der zum Beispiel des Helena-Akts, damit mit diesem rauschhaften Rückverwandlung aller Gestalten ins Chaos, dass diese Rückkehr von Helena dann eben in den dionysischen Ursprung. Und damit hat sich Goethe genau beschäftigt. Er wusste genau über die orgiastische Seite des Griechentums Bescheid. Und dass er nun ausgerechnet der späte Goethe die Backen von Euripides, wo man auch heute noch Probleme hat, das zu mögen. Die Frage nach Thomas Mann und die Antwort mit Goethe, das ist doch auch interessant. Ja, und das war sein Lieblingsstück, das schönste griechische Tragödie, diese grauenvolle Tragödie, wo die Mutter ihren eigenen Sohn mit Zähnen zerfleischt, wie entsetzlich, nicht? Und das fand Goethe schön, nicht? Aber über Kleists Penthesilea, die auf das gleiche Modell zurückgeht, da hatte er eine Aversion, weil er das fand, das ist modern psychologisiert. Und das wollte er dann eben nicht. Ja. Aber das heißt nicht, dass er nicht, denn Euripides war für ihn der griechische Tragiker schlechthin. Und damit stand er völlig einzigartig da in seiner Zeit. Nicht? Und bis in die Moderne. Ne? Und das geht alles in den Tod in Venedig ein. Nicht? Die Backen sind natürlich der Hintergrundtext des Tod in Venedig. Nicht? Und so, auf so vielen, und dann kann man nicht sagen, ja, der Borchmeier holt da jetzt irgendwie so viel Griechisches da heraus. Ja, das tue ja nicht ich, sondern das hat ja Thomas Mann selbst getan. Und wenn man sieht, seine Studien, seine Quellen, seine Exzerpte, zeigt das doch alles, nicht? Wenn Sie vorhin mal sagten, subjektiv, ich gehe subjektiv zu, da habe ich so ein bisschen Vorbehalte. Na, als wissenschaftlicher und als jemand, der Thomas Mann mag, liebt. Schon, aber es gibt auch eine objektive Liebe. Ja, ne? Und ich möchte nun, und um Gottes Willen nicht, sonst hätte ich mich nicht erdreistet, wirklich das Gesamtwerk Thomas Manns darzustellen, wenn ich immer nur aus subjektiver Perspektive gehen, sondern ich bin doch ein strenger Philologe und alles, was man sagt, muss eine Referenz haben. Es muss alles aus dem Text belegbar sein. Man kann manchmal spekulativ darüber hinausgehen, aber nicht zu viel. Und das ist mir doch sehr wichtig. Dann möchte ich den strengen Philologen an dieser Stelle fragen. Also wenn Sie das ja so zeigen mit den Backchen und Euripides und dem Orgiastischen, ist Gustav von Aschenbach deswegen ein so langweiliger Schriftsteller? Also ist das so das Kompositionsprinzip dieser Novelle? Also ein eigentlich sehr biederer, ein Lesebuchschriftsteller, der da vom wilhelminischen Staat ins Lesebuch geholt wird. Ich meine, schlimmer kann es ja nicht kommen. Ja. Aber das Merkwürdige ist ja, dass Thomas Mann all die Werke, die er nicht zustande gebracht hat, die er nicht abgeschlossen hat, und gerade dieses faszinierende Konvolut Geist und Kunst, dass der nie ein Essay wurde, sondern aber es gibt diese faszinierenden Aufzeichnungen. All das, was Thomas Mann nicht zum Abschluss gebracht hat, das schließt aber der Aschenbach ab, wie auch dieses große Epos über Friedrich den Großen. Nicht? Gott sei Dank hat Thomas Mann das nie geschrieben, aber Aschenbach schreibt. Aschenbach schreibt. Und er ist natürlich ein Lesebuchautor. Das wird ja auch ausdrücklich gesagt. Er ist ein repräsentativer Schriftsteller, der diese für die Abgründigkeit des Dichterischen, des Ästhetischen und der Welt überhaupt keinen wirklichen Sinn hat. Nicht? Das ist eben das Musterbeispiel dessen, was Nietzsche unter völliger Verkennung von Sokrates, das ist ein anderes Feld, als sokratisch bezeichnet hat. Und deshalb, weil er eben diese ganze Dimension des Dionysischen, des Auflösenden, der Dekadenz, alles ausgeschlossen hat aus seinem Werk, deshalb rächt sich eben Dionysos dafür und treibt ihn in den Abgrund. Nicht? Das ist also deshalb habe ich das eben die Rache des Dionysos gesagt. Nicht? Und da nun das nicht mit dem Backen zu vergleichen und
mit der Geburt der Tragödie von Nietzsche, das fällt schwer, das kann ich gar nicht. Das habe ich dann ja auch weitergezogen bis hin zu dieser grandiosen Oper von Henze, die Bassariden, das sind ja die... Backenoper. Nicht? Und der Henze kannte sich ja mit Thomas Mann intim aus. Nicht? Er hat ja auch eine Symphonie, ein Violinkonzert geschrieben auf der Basis des Dr. Faustus und so weiter. Also er war ein ganz intimer Thomas Mann-Kenner und das steckt auch in dieser Oper drin, nicht? Die eine Thomas Mann-Adaption. Nicht? Und das habe ich versucht eben darzustellen. Nicht? Wobei ja die Musik und der Tod in Venedig, das ist ja auch ein schwieriges Feld. Ich meine, würden Sie nicht auch sagen, Viscontis großer Fehler ist, aus Aschenbach einen Musiker gemacht zu haben? Das ist natürlich ein absoluter Unsinn. Nicht? Und ich meine, ein Film hat ja nicht die Aufgabe, ein Werk eins zu eins in den Film zu übersetzen, aber er kokettiert doch damit, der Visconti, nicht auch, dass er dann diese völlig unsinnig, diese Esmeralda-Geschichte aus dem Dr. Faustus in den Film zu verpflanzen. Kein Mensch versteht das, der nicht den Dr. Faustus gelesen hat. Mhm. Das ist einfach ein Missgriff. Aber es zeigt, er will eben eine Thomas-Mann-Verfilmung. Das will er im Grunde doch. Nicht? Aber um ihn in den Musiker zu verwandeln, ist natürlich absolut falsch, weil dieser Aschenbach der unmusikalische Schriftsteller schlechthin ist. Und das erklärt auch sein Unglück. Aber wenn er von vornherein ein Musiker ist und dann noch ein immer wieder gescheiterter und befehdeter Musiker, dann verliert das Werk völlig an Fallhöhe. Also der Film, so faszinierend er in seinen ästhetischen Mitteln ist, absolut Ende, verfehlt, finde ich. Er ist am Ende oberflächlich, wenn vom Leitmotiv übrig bleibt, dass die roten Lippen kommen und die roten Haare des Gondoliere und alle Dinge mehr. Oder wie Sie eingangs gesagt haben, dass man nichts mehr hört von den Assoziationsgespinsten, sage ich mal, der mythologischen Bezüge. Der Palimpsest existiert nicht mehr. Ne? Man hat also den Eindruck, wenn man Visconti sieht, das ist eine Platte, Bild, es geht über die Bilder und dann eben natürlich den drunter gelegten Maler. Aber von dem, was im Text zu finden ist, das Assoziationsgespinst der mythologischen Bezüge, die zu diesem Palimpsest gehören. Ja. Und die damit auch die religiöse Rahmung meinen. Und das spielt ja dann immer mehr eine Rolle eben auch bei Josef und seine Brüder. Ja, ja. Also das meint ja dann auch ja die Spur und die Zunahme jener jüdisch-christlichen Bezüge und anderer mythologischer, dass der Korridor oben drüber und unten, also das dann auch mit Biografie nicht mehr viel zu tun hat, sondern der mythologische Bezugsrahmen wird größer. Mhm. Ja, ja. Und an dem ich Punkt... Ich schaue Sie nur, glaube ich, an, weil ich Punkt, an finde, dem Punkt, glaube ich... Da kann ich Ihnen nicht widersprechen. Ja, und auch wenn Sie jetzt, also die erscheint jetzt ja, ich darf es sagen, die Rezension von Mehring, die Sie... Das ist eine Rezension. Ja, mir ist die. Aber ich glaube, darüber können wir jetzt nicht sprechen. Das ist eine Rezension, die noch nicht erschienen ist und die finde ich aber wirklich wahnsinnig interessant. Vor allen Dingen merkwürdigerweise, dass sie von einem Politologen stammt, obwohl die in der Rezension die politologischen Aspekte eigentlich gar nicht so eine starke Rolle spielen, sondern vor allen Dingen eben die theologischen Momente, die mir so wichtig sind. Ja, sagen wir es unabhängig von der Rezension. Man hat den Eindruck, auch nachher der politischen Schärfe, die zunimmt bei Thomas Mann, auch in der Kritik Hitler-Deutschlands und Hitlers, dass er immer mehr auf die Frage der christlichen oder religiösen Fundierung von Humanität kommt. Ja, ja. Also das nimmt ja nun, dass jeder Leser von Thomas Mann muss das wahrnehmen, dass diese Dinge... Ja. Josef und seine Brüder und später, dass diese Dinge zunehmen. Also, wobei diese Frage man sagen muss, dass das ist, finde ich ja so großartig an Thomas Mann und natürlich gerade an den Josef-Romanen, dass Thomas Mann das Christliche und das Jüdische so stark zusammenführt. Nicht? Ja. Und diese ungeheure Faszination für das Judentum und zwar nicht für ein assimiliertes, sondern eben das
ein wirklich genuines Judentum in den Spuren von Martin Buber und anderen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für Thomas Mann. Und ich glaube, dass in diesem Buch das so ausführlich dargestellt ist wie nirgends sonst. Also das Verhältnis Thomas Manns zum Judentum. Es gibt ja ein eigenes Buch über Thomas Mann und das Judentum, aber ich glaube, mein Buch geht darüber hinaus, weil ich mich nicht nur auf Theorie beschränke, sondern auch die vielen jüdischen Spuren in den Erzählungen. Nicht? Wir hatten ja damals das Buch, da haben Sie ja gesagt, also das Verhältnis Juden-Deutsches hätte eine eigene Publikation werden können. Aber das ist leider, worüber ich so traurig bin, dass von jüdischer Seite, das gar nicht gesehen worden ist, mit Ausnahme von Herrn Brumlik, der da vorne sitzt. Darum ist er ja auch immer bei uns in der Akademie. Der hat das gesehen. Aber dass hier sonst in dieser Sache ein wirklich fast ein einzelnes Buch drin steckt über das intrikate Verhältnis von Deutschen und Juden, das in dieser Form gegenseitiger Verbundenheit und eben weit über diese Assimilationsintegration, Diskurs hinaus, hier schon irgendwie eine Fährte war. Genau, das wird in diesem Buch jetzt nochmal diese großen Texte wie Josef und seine Brüder und andere nochmal mit viel größerer Sinn für die Situation und die mythologischen Unter- und Obertöne, die Religionsgeschichten, Ober- und Untertöne. Das ist so interessant, dass zum Beispiel bei der königlichen Hoheit, da hat man das immer nie so gesehen und da gab es diesen üblen Nazi-Literarhistoriker Bartels, nicht? Und der hat in der königlichen Hoheit überall die jüdischen Spuren entdeckt. Und da hat der Heinrich Detering wunderbar gesagt, mit dem Scharfblick des Hasses hat er das entdeckt, was andere, die nicht von Hass besetzt waren, die haben das gar nicht gesehen. Nicht? Und diese Anspielungen auf diese jüdischen Anspielungen im königlichen Hoheit sind wirklich enorm stark. Da habe ich auch ein eigenes Kapitel in dem Buch. Aber überhaupt in den meisten Erzählungen, nicht? Und, ist das dieses jüdische Element sehr stark ausgeprägt. Nicht? Der Scharfblick des Hasses. Ja, das finde ich ein schönes Wort. Da fragt man sich auch immer wieder, ob man nicht ab und zu auf eine Erkenntnis verzichten soll. Also wenn sie nur über Hass oder Verachtung zu erwirtschaften ist, muss man sich ja häufig schon fragen. Andererseits, wenn man es dann liest und belehrt wird, ist man auch vielleicht großzügiger. Aber leider hatte er recht. Ne? Ja, er hatte recht, klar. Nur, dass er es negativ gewertet hat. Ne? Aber ist das dann vielleicht auch der Punkt? Sie hatten das jetzt ja schon mal vor einer Weile gesagt, also so die Essays, gerade auch die politische Essayistik, das ist genuin literarisch. Ja. Aber wie ist es dann mit den Romanen? Wie politisch sind die eigentlich? Also es gibt ja diese Idee, dass Thomas Mann eine demokratische Schreibweise hat. Sie haben das ja auch schon gesagt, das ist ja diese Idee, ich glaube, das steht in den Betrachtungen, im Roman muss man denjenigen Recht haben lassen, der gerade redet. Ja. Wie ist es so mit der demokratischen Faktur der Romane? Ja, da gibt es ja ein Buch von Helmut Jendrajek, vor einigen Jahrzehnten erschienen, das auch schon so ein Versuch einer Gesamtdarstellung war, aber das nicht ganz so umfassend dargestellt hat. Aber das ist schon, das geht schon in die Richtung. Und dieser Helmut Jendrajek hat den etwas unglücklichen Titel gewählt, der demokratische Roman. Das ist zu plakativ, finde ich. Aber das ist, finde ich, ein ganz großartiges Buch. Ich muss sagen, in der Thomas-Mann-Forschung hat das keinen Ansehen. Das war ein Lehrer aus Heidelberg, kein Professor, und der macht sich da über Thomas Mann her. Und das hat kein hohes Ansehen. Und völlig zu Unrecht. Ich finde, das ist eines der für mich wesentlichsten Thomas-Mann-Bücher, wobei man über den demokratischen Roman streiten kann. Aber etwas, was man als das Demokratische bezeichnen könnte, wäre, dass bei Thomas Mann eben nie irgendwelche autoritären Systeme positiv gesehen werden. Nicht? Das ist immer dieses Prinzip, eins gegen das andere auszuspielen, alle Seiten
allen Seiten gerecht zu werden. Das ist zumindest das, was Thomas Mann als demokratisch verstand. Nicht? Daran ist schon etwas, nicht? Weil er autoritäre Figuren kommen bei ihm immer schlecht weg. Nicht? Und zwar also natürlich das Musterbeispiel ist NAFTA im Zauberberg. Aber auch der gute Settembrini mit seinem etwas doktrinären Aufklärertum wird auch problematisch gesehen, obwohl er in dem Roman eine große Sympathiefigur doch trotz allem bleibt. Nicht? Während man das von NAFTA nicht behaupten kann. Aber der NAFTA hat auch Züge, die man irgendwo ihr Recht behalten, nicht? In dem Figurenspiel, in der Kontrapunktik des Werks. Und das Wort Kontrapunktik verwendet Thomas Mann ja selber, nicht? Wie er ja überhaupt gesagt hat, ob meine Werke literarisch besonders wertvoll sind, darüber soll die Nachwelt entscheiden. Aber gute Partituren waren sie immer, nicht? Und das war ihm wichtig, nicht? Diese Musikanalogien. Ja, und das die schräge Brücke, glaube Kurzke hat das mal gesagt, zwischen Geist und Leben, zwischen dem Apollinischen und Dionysischen, aber auch zwischen NAFTA und Settembrini. Ja. Das meine ich jetzt mit diesem Monismus, oder dass es eben nicht auseinanderfällt. Ja, ja. Josef und seine Brüder, Gott als Ganzes. Ja, ja. Also, dass man sich nicht anmaßt, irgendwelche Dualismen in die Welt einzutragen, von der aktuell die Welt auch voll ist. Wir neigen sehr dazu, immer schwarz und weiß sehr genau auseinanderzuhalten. Wir sind immer auf der Seite der Weißen, ganz erstaunlich. Aber Gott als Ganzes, der dann in diesen schrägen Asymmetrien durchgehalten wird und dann irgendwie als Gnadengabe eben bei Thomas Mann Humor, Humanität, eine Ironie, die Dinge versucht zusammenzuhalten, in einer Schwebe zu halten, bis auch ihm die Kontenance durchgeht und er anfängt, Hassreden zu schreiben. Ja. Also das ist schon. Aber mit diesem, ich habe so ein bisschen, also Ihr Begriff, der ist in sich logisch und flüssig, Ihr Begriff des Monismus, aber das Gefährliche ist, dass man den Monismus dann eben im Sinne von Ernst Haeckel oder sowas verstehen könnte. Und damit hat er natürlich gar nichts am Hut. Sondern eben keinen Dualismus. Aber jetzt möchte ich mal doch, um auf den Monismus Ihrer Prägung zu sprechen kommen, muss ich doch mal was über dieses Bild sagen. Kein Mensch hat über dieses fabelhafte Titelbild etwas gesagt. Und jetzt meine Lektoren schmunzeln. Denn es war ursprünglich ein anderes Titelbild vorgesehen. Und das war in seiner Art, grafisch war das natürlich sehr schön. Aber das stellte so Thomas Mann da am Schreibtisch um die Jahrhundertwende, stark stilisiert, der Fin des Siècle-Autor. Und dann habe ich mich gewehrt und habe gesagt, das ist nun gerade das Bild von Thomas Mann, das ich nicht entwerfen will in meinem Buch. Ja, genau. Und dann war eine gewisse Betroffenheit, aber dann habe ich schließlich dieses Bild vorgeschlagen und das stieß dann schließlich doch auch auf größere Begeisterung bei meinen wunderbaren Lektoren. Und das hat mir einen Biografismus, nämlich eine Nachbarin hat mir dieses Bild empfohlen. Ja, das ist Eva Monika Turk, die dieses wunderschöne Buch geschrieben hat über Thomas Mann in der Fotografie. Und ich kannte dieses Bild gar nicht. Und zwar ist das eine Fotografie des amerikanischen Fotografen Steichen. Und ich finde das großartig. Da ist oben eine Lichtquelle und fällt auf Thomas Mann. Und ein Auge ist dunkel und das andere ist hell. Und das ist der Steichen, der muss ein ganz tiefes Thomas Mann-Verständnis gehabt haben. Denn das sind diese beiden Seiten Thomas Manns, nicht? Das Apollinische und das Dionysische, das Verschattete, die Sympathie mit der Nacht, die Sympathie mit dem Tode und dann das aufgeklärte Auge. Also ich finde das Bild ganz großartig und wir sind
glaube ich, alle sehr glücklich, dass wir uns für dieses Bild dann schließlich entschieden haben. Ne? Es gibt, das kann man nicht sehen, wenn man bei YouTube zuschaut und sieht, es gibt Zustimmung. Aber das kann man ja überall sehen. Ne? Ja, das ist wirklich großartig. Und das ist gewissermaßen was, das Abstract meines Buches, dieses Foto, in gewisser Weise. Ne? Wir sind in der katholischen Akademie, darum erlauben Sie mir, dass ich doch noch auf die angekündigte Papstaudienz komme. Ja, das ist unvermeidlich, das werden Sie mir nachsehen. Tagebuchnotiz von Thomas Mann am Mittwoch, den 29. April, Spezialaudienz, also er meint sicher eine Privataudienz, bei Pius dem 12. Rührendstes und stärkstes Erlebnis, das seltsam tief in mir fortwirkt. Das schreibt er am 1. Mai in sein Tagebuch und die Papstaudienz war im April. Mhm. Und da kommt nochmal diese Formulierung, mit den in den Spuren gehen, in mythologischen Spuren, in persönlichen Spuren. Das stellen Sie daneben und vorher ist da in anderen Kontexten die Spuren von Schopenhauer, Nietzsche, von Wagner, also Goethe. Diese Papstaudienz ist ja etwas wirklich sehr Merkwürdiges, die von Thomas Mann sehr bewusst angezielt wurde. Und er hat er hat ja auch mit dem Vatikan korrespondiert, in fließendem Italienisch, was aber nicht seins war, sondern das seiner Tochter Elisabeth. Und es kam tatsächlich zu dieser Privataudienz und er hat sich mit dem Papst, mit Pius dem 12. auch wirklich so verstanden. Pius der 12. wusste, wer Thomas Mann war und kannte sich auch in seinem Oeuvre aus. Und diese Frage der Einheit der Religionen, und die eine große Rolle spielen, kann das jetzt hier nicht ausführen. Es ist ein eigenes kleines Kapitel in dem Buch Thomas Mann und der Papst. Und das Merkwürdige ist, dass drei Päpste mit dieser Audienz zu tun hatten. Und zwar, das Ganze ist vorbereitet worden von dem Kardinal Montini, dem späteren Papst Paul dem VI., dann die Audienz selber bei Pius dem 12. und dann hinterher wie Inge Jens bei der Edition der Tagebücher zu dieser Passage kam von dieser Papstaudienz. Da hat sie dann den früheren Kollegen von Walter Jens, nämlich Ratzinger, der inzwischen in Regensburg war und dann später natürlich eben im Vatikan, den hat sie gefragt, ob er nicht mal in dem Archiv nachgucken kann, was da alles zu finden ist über diese Papstaudienz. Und dann hat sich tatsächlich der Ratzinger ins Archiv gesetzt und hat für Inge Jens recherchiert. Und hat dann viele Dokumente gefunden, auch mit dem Widerstand von der Kurie. Die wollten Thomas Mann als vermeintlichen Kommunistenfreund unter keinen Umständen das zubilligen, dass er eine Audienz bei Pius dem 12. kam. Aber Pius der 12. Hat sich durchgesetzt und sagt, ich will ihn sehen. Nicht? Also da war da wirklich Widerstand geleistet und dann kam es zu dieser Audienz. Nun ist es so, die Gestalt des Papstes hat für Thomas Mann immer schon eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Es kommt schon im Gesang vom Kindchen vor, so eine Papstepisode, wunderschöne. Und natürlich der Papstroman, der Erwählte. Und diese Faszination durch Hans Pfitzners Palestrina. Nicht? Das war ja eines der großen Kunsterlebnisse seines Lebens, der Palestrina. Umso schrecklicher, dass dann später Hans Pfitzner schließlich mitschuldig, muss man wohl sagen, an Thomas Manns Vertreibung aus Deutschland wurde. Und weil er sich immer schlimmer entpuppte, der Pfitzner.
Aber es ist ja doch eine der bedeutenden musikalischen Werke, musikdramatischen Werke des 20. Jahrhunderts. Und der Auftritt des Papstes und dann die Glocken, wie Pfitzner die Glocken darstellt musikalisch, war eine bleibende, faszinierendes Erlebnis. Das reicht ja bis in den Erwählten hinein, nicht? Und in Spuren gehen, nicht? Thomas Mann ist ja mit Katja in den Vatikan gekommen. Katja ging aber nicht, durfte oder was, ist nicht ganz klar, ging nicht mit. Bitte? War nicht unpässlich? Ja, nichts unpässlich. Oder waren die Römer, wollten die Römer sie nicht? Nein, es gab auch Frauen, die bei Privataudienzen dabei waren, aber warum die Katja nicht? Und da habe ich den Klaus Jonas gefragt, der ja nun einer der letzten war, die auch Thomas Mann noch an seinem Sterbebett gesehen haben und der die Katja sehr gut kannte und mit der Familie noch sehr vertraut war und wie das eigentlich zu erklären ist. Und dann hat Klaus Jonas mir geschrieben in einem Brief, dass Katja da ihr Leben lang das nicht recht verwunden hat, dass sie da nicht mit durfte. Nicht? Aber warum nicht? Das lag nicht am Papst, sondern es lag an Thomas Mann, der wollte sie nicht dabei haben. Und da hat ja Heinrich Detering... Da tun sich ja Abgründe auf. Ja, Heinrich Detering hat gesagt, das ist doch klar, dass er das nicht wollte. Denn das sollte eine Art Wiederholung in Spuren gehen der Begegnung Goethes und Napoleons sein. Und da passte eine Frau stilistisch einfach nicht hin. Und das kommt mir sehr wahrscheinlich vor. Und diese Audienz beim Papst, übrigens auch im Felix Krull, das war vorgesehen. Felix Krull sollte schließlich auch eine Papstaudienz bekommen. Es ist dann eben nichts daraus geworden, weil das Werk ein Fragment ist. Aber dieses in Spuren gehen der Goethe-Napoleon-Begegnung in der Begegnung mit Pius dem XII., ich glaube, das ist sehr naheliegend. Und da gehörte einfach eine Frau nicht hin. Er hat ja sonst, Katja hat für ihn so eine ungeheure Rolle gespielt und das soll man also jetzt nicht denken, das hätte was mit Frauengeringschätzung zu tun, nicht? Und der Thomas, das war eine Idee von Thomas Sparr, dass am Schluss des Buches eben als letztes gewissermaßen das Bild vom Geburtstag, Katjas Geburtstag ist, geht nicht auf mich zurück. Ja, das hier sagt der Thomas Sparr, das müssen wir an den Schluss setzen. Und das finde ich auch sehr schön. Aber nur beim Papst, da konnte er sie nicht brauchen, nicht? Und das ist also ja sehr, sehr dürfen merkwürdig. Wir jetzt auch nicht mit dem Papst aufhören. Es ist ja sehr merkwürdig. Thomas Mann hatte eine ganz im Alter immer mehr eine ganz starke Sympathie für den Katholizismus gehabt. Und trotz seiner Zugehörigkeit zur unitarischen Kirche, die ja Heinrich Detering so überzeugend dargestellt hat, war das so. Und ich habe mal zu Detering, der selbst konvertiert ist, gesagt, also Thomas Mann wäre, wenn er noch 10 Jahre länger gelebt hätte, wie der alte Ernst Jünger noch in die katholischen Kirche beigetreten. Und dazu war Detering sehr erstaunt, dass ich das fand. Aber etwas dran ist, nur Thomas Mann konnte sich letzten Endes nie wirklich festlegen. Dafür ist er dann doch immer zurückgeschaut. Ich habe dieses einschlägige Unterkapitel in dem Buch An der Schwelle des Glaubens geschrieben. Aber diese Schwelle selbst zu übertreten, dazu konnte sich Thomas Mann dann letzten Endes doch nicht durchringen.
Er fand das keineswegs sehr begrüßenswert, dass er so war. Er hat dann diesen wunderbaren Brief an Reinhold Schneider geschrieben, wo er gesagt hat, ich beneide Sie um Ihren Katholizismus. Ich bin halt Protestant und Protestantismus ist ja eigentlich keine Religion, sondern Kultur. Aber dann konnte er sich nicht entscheiden. Und nach dem Erwählten, der ja völlig als blödsinnig damals von den Zeitgenossen, um Thomas Mann runterzumachen in der Nachkriegszeit, wo Thomas Mann so eine Persona non grata auch bei den Kritikern war, die alle Nazi-infiziert noch waren und dass Thomas Mann übel wahrnahm, dass er nicht so war, gerade in der Frankfurter Zeitung damals. Sieburg und Karl Korn, die hatten doch alle ihre nationalsozialistische Schlagseite gehabt und haben das an Thomas Mann ausgelassen. Und so wurde dieser Roman, der Erwählte, als eine Religionsparodie dann vielfach aufgefasst, was er natürlich überhaupt nicht ist. Das ist fromme Parodie, nicht? Wie Thomas Mann das nennt. Ja. Nämlich gerade ihm gewandt, der Parodie etwas ernst nehmen zu können, was man im purem geradlinigen Ernst nicht ernst nehmen kann. Und es ist eigentlich ein tief religiöses Buch. Ne? Da könnte man sagen, na ja, jetzt fehlt nur noch ein Sprung ins kalte Wasser des Glaubens. Aber das hat er nicht geschafft. Und danach kommt dann die Erzählung, ja, die Betrogene, die doch eigentlich eine sehr heidnische Erzählung ist. Ein diskreter Mann. Und letzten Endes ist er dann vor einer wirklichen existenziellen Glaubensentscheidung immer doch zurückgewichen. Nicht? Er war nah dran und er hat ja auch immer betont, gerade während des Dritten Reichs, dass ein rein säkulares Verständnis der Demokratie passé ist, sondern dass die Demokratie sich auf ihre christlichen Wurzeln, die er immer betont hat, zurückbesinnen muss. Und das ist dieses Bündnis von Demokratie und Christentum. Und damit ist er natürlich ungeheuer erfolgreich gewesen in Amerika. Das ist ja eine Grundlage der amerikanischen Zivilreligion im Grunde bis heute. Nicht? Deshalb diese ungeheure Wirkung, die er in Amerika mit seinen Reden erzielt hat, das hängt bestimmt auch damit zusammen. Nicht? Das war ihm wirklich zentral wichtig. Nicht? Vielleicht noch eine Schlussfrage. Der Schluss des Buches, der ist, wie ich finde, ganz fulminant. Und nimmt noch mal ein paar Dinge auf, Biografie, Werk, Zeit und so weiter. Es geht in diesem Schluss des Buches um Katja Mann und den Bericht von Erika über diese Sterbeszene. Ja. Und die ist auf wundervolle Weise komponiert. Die Erika Mann berichtet in den Aufzeichnungen über das letzte Jahr, der Vater habe im Verlöschen seines Lebens sein Gesicht ihrer Mutter zugewandt. Also Thomas Mann wendet das Gesicht ihrer Mutter, also Katja Mann, zu, mit seinem Musikgesicht, wie sie es nennt. Das Gesicht dessen, das ist auch Zitat, der auf eine zugleich versunkene und tief aufmerksame Art dem Vertrautesten und Liebsten nachhorcht. Zitat Ende. Und dann endet ihr Buch mit der Fügung: Für nur wenige Schriftsteller der Weltliteratur hat die Musik eine so elementare Rolle gespielt. Nur wenige haben ihre Wortkunst so sehr im übertragenen Sinne als Musik angesehen wie Thomas Mann. Und so bildet Musik als vielleicht mit dem inneren Ohr vernommene Musica Mundana sein letztes Gesicht. So bildet Musik sein letztes Gesicht. Wir haben uns gerade das Gesicht nochmal erläutert. Dann dieser Schluss. Keine Biografie. Das Werk. Das Werk und die Zeit. Die Musik und das Gesicht. Ja. Das Werk endet in dem Gesicht. Das Musik und die Zeit. Ja. Also das haben Sie ja nicht zufällig geschrieben. Ja, ja.
Also wir können. Nun geht das natürlich mit der Musica Mundana, das ist eben die himmlische Musik, nicht? Auf diese alte Musiktypologie, da basiert das ganze Dr. Faustus Kapitel, das ist natürlich ein Rekurs darauf. Klar. Nicht? Und das ist die Musik im wörtlichen und übertragenen Sinne war halt das Element seines Lebens, nicht? Und auch in den Tagebüchern sieht man ja immer wieder, wie wichtig ihm das war, jeden Tag Musik zu hören. Und dann setzte er eben sein Musikgesicht auf, nicht? Und dass er da am Schluss dieser letzte Blick auf Katja in seinem letzten Lebensmoment, ich finde, das hat Erika sehr schön beschrieben. Und damit wollte ich schließen und damit auch dann mit dem Bild von dem Geburtstag, das wirklich wunderbar dahin passt. Ja, lieber Herr Borchmeier, lieber Tim Lörke, vielen Dank für das Gespräch hier in der Katholischen Akademie. Ich kann es nur sagen, bitte fühlen Sie sich dionysisch etwas angekitzelt. Kaufen Sie gleich das Buch da draußen. Und Sie dürfen auch klatschen. Das ist ganz normal hier. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen hier vorne. Es war wieder ein großes Vergnügen. Ja, ich bedanke mich sehr bei Ihnen hier vorne für das große Vergnügen dieser Veranstaltung. Wir beenden jetzt auch die Übertragung bei YouTube. Wir könnten noch jetzt in ein Gespräch kommen, aber wir könnten es auch der guten Ordnung halber so halten, dass wir es bei einem Wein machen und bei einigen salzigen Dingen, die man essen kann, und dann uns noch vertiefend über diese Dinge unterhalten. Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Noch einen schönen Abend. Kaufen Sie Bücher, unterstützen Sie die Buchhandlungen. Sie kennen mein Mantra, die dicken Bücher sind auch zu bewältigen und es kann ein Vergnügen sein, sie zu lesen. In diesem Fall ist es halt. So, vielen Dank. Schön. War doch schön, oder?